herein. Tag, 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 tag. Landesmedienanstalte. Und hier sitzt er den ganzen Tag rum. Was? Pass mal auf, ja? Das Fernsehprogramm wird täglich schlechter. Ich werde stündlich aggressiver. Keiner blickt mehr durch. Und mein Name ist Haberpfeffer. Ich meine, diese verdammte Quasselei im Fernsehen. Nun nehmen Sie doch erst mal Platz, Herr. Was? Platz! Ich sag, gut, ich sage diese verdammte Quasselei im Fernsehen, ja? Täglich Talkshows, ja? Die reden und reden und reden über Wirbelstürme, Massenmörder, Rinderwahn. Weißt du, was ich neuerdings tue? Ja? Bevor ich den Fernseher einschalte, rufe ich den Katastrophenschutz an! Herr Haberpfeffer, ja. Was ist denn jetzt genau Ihr Anliegen? Anliegen? Was will. Also, ja, pass mal auf. Also, folgendes liegt an, ja? letzte Woche wieder, na? Na? Talkshow, ja? Thema? Warum wachsen Ost und West nicht zusammen? 2 Stunden Gebrabbel und zum Schluss kommt raus, na. Ja, ich weiß nicht. Rauskommt, kann man so sehen, kann man aber auch anders sehen. Doch wir wollen 2 Stunden zu diskutieren, Menschenskind! Wenn ich Sie recht verstehe, missfallen Ihnen Teile unseres Programmangebots? Missfallen? Sag mal, rede ich Chinesisch? Ich ersticke an eurem Sprachmüll, verstehst du? Hör zu, Fischauge! Ich verlange, dass da unverzüglich was verboten wird, verstehst du? Per Gesetz! Und zwar, am besten fangen wir gleich mal damit an, und zwar mit Hans Meiser. Was? Hans Meiser, sofort verbieten den Mist. Oh, das ist jetzt aber... Hör mal zu. Mein Fernseher ist da keine gelbe Tonne für euren Sondersprachmüll, ja? Hör zu, Fischauge, ja? Wenn man also Treibgas in Spraydosen verbieten kann, warum denn nicht auch Hans Meiser auf RTL? Jetzt geht's zu weit, Herr Haberpfeffer. Wir leben immer noch in einer Demokratie. Oh, hör doch auf. Demokratie, freie Meinungsäußerung, pipapo. Und was ist mit den Schattenseiten? Na. Schattenseiten? Was denn für Schattenseiten? Pass auf, Fischauge. Jede gute Idee schlägt irgendwann in ihr Gegenteil um. Und so entstand ja wohl das Privatfernsehen, oder? Wie war das? Also pass auf. Ich sage, Ilona Christen und Hans Meiser sind für mich die Kehrseite der freien Meinungsäußerung. Und der Preis ist nicht heiß, der Preis ist mir zu hoch, mein Lieber. Ich bin jetzt etwas unsicher, wie ich Ihnen weiterhelfen kann. Moment mal, ich bin hier derjenige, der weiterhilft, verstehst du? Ihr mit eurem Gebrabbel. Sag mal, wo ist eigentlich Karl Eduard von Schlitzler? Wo ist der? Wer? Von Schlitzler, der Schwarze Kanal, DDR-Fernsehen. Wo ist der hin? Ja, der. Den habt ihr aus dem Programm genommen, du Fischauge. Ja, das war allerschlimmste Propaganda. Na und? Für mich war das aber wichtig, für mein Gerechtigkeitsempfinden. Karl Eduard von Schlitzler? Ja, natürlich, da wusste ich immer ganz genau. Karl Eduard, der lügt, die alte Sau. Das wusste ich ganz genau. Hör zu, der muss unbedingt wieder eingeführt werden, ja? Mit seinen schönen Berichten über die Arbeiterklasse und wie toll die alles macht. Hauptsache alles erstunken und erlogen. Eine erfrischende Sichtweise. Damit man erstmal wieder so eine kleine Orientierung hat. Das wäre nämlich einfacher, als ständig bei Stern TV zu rätseln, welcher Beitrag stimmt jetzt und welcher ist gefälscht. Ich werde das gelegentlich mal vorschlagen. Ja. Auf der nächsten Sitzung oder so. Ja. Und dann kannst du auch gleich dazu sagen, ich möchte endlich mal wieder einen Tatort sehen, bei dem der Mörder keine dunkle Sonnenbrille trägt. Sag das dem Intendanten. Ja? Unbedingt. Das sage ich ihm. Unbedingt. Ja. Und da braucht ihr euch nämlich nicht zu wundern, wenn die Kriminalität unter Jugendlichen zunimmt. Sie meinen zu viele Gewaltszenen? Ach, Quatsch. Weil die Krimis so schlecht sind. Wenn die Krimis besser wären, würden die Juni hier nicht so viel auf der Straße rumlungern, sondern von der Glotze hängen. Ich sag's dem Intendanten. Ja. Ganz bestimmt. Versprochen. Ihr wollt uns verblöden, nicht? Das ist es. Ja? Und das Schlimme ist, es gelingt euch auch. Du kennst doch die Lindenstraße. Ja? Da gab's mal eine Folge, da starb der Nachbar von Helga Beimer an AIDS. Und? Was war da?
Na, was war da? Schlimm war das. Blödsinn! War nicht schlimm? Da riefen Tausende von Zuschauern beim WDR an. Und warum? Aus Anteilnahme? Quatsch! Die wollten alle in seine Wohnung einziehen. So was habt ihr.